Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Titan Quest. Ja, wir fangen jetzt dort wieder an, wo wir gestern aufgehört, und nämlich bei dem Brunnen der Wiedergeburt. Und das als erstes werde ich mal ein paar Gegenstände ein- bzw. aussortieren. Wir haben nämlich noch einige Sachen gefunden, zum Beispiel dieses Schild, habe ich jetzt mal schnell aufgelegt. Und dann schmeißen wir noch ein paar Sachen weg, was wir nicht brauchen vorerst. Und was auch nicht wirklich effektiv zu verkaufen ist. Das wäre einmal der Bogen, die Keule. Und nehmen wir noch den leer bezogenen Harnisch. Und dann kann unsere Reise schon wieder weitergehen. Mal gucken, wo es jetzt uns hin begleitet. Wälder von Lakonun. Noch ein paar Nervenkrähen. Und da haben wir schon die nächste Art von Gegner. Harpien. Da habe ich doch was gehört. Erkranktes Gefieder. Na, das werde ich gleich erklären. Was das sich auf sich hat. Schnell nochmal diese Gegner besiegen. Und dann zeige ich es. Ach, jetzt werde ich nochmal was bekommen. Schützender Bandring. Erkrankende Gefieder. Genau, das ist ein Erweiterungskomponente 1 bis 5 steht hier. Das sind Artefakte, die aus 5 Teilen bestehen. Und wenn man alle 5 Teile zusammen hat, werden diese stärker. Also ähnlich vergleichbar mit den Juwelen aus Diablo 2. Aber ich werde schon wieder angegriffen. Damit ist dieses kurze Gespräch da beendet. Und dann finden wir mal mit dem Weg weiter. Hinterlassen. Und da oben sehe ich schon den nächsten Brunnen. Unser nächster Anhaltepunkt. Oh, hier wird jemand angegriffen. Schnell von den Satyren befreien. Und er hat gleich eine Hauptaufgabe für uns. Gucken wir noch mal, ob wir es bekommen. Nee, ist ein schönes Mal. Vielen Dank. Ich saß hier ein wenig in der Klemme. Das muss ich zugeben. Ich danke dem Gott Hermes, dass er dich geschickt hat. Ja. Bekommen wir jetzt noch? Nur eine einfache Nebenaufgabe, die wir mit auch gleich schon beendet haben. Laufen wir halt den Weg weiter. Und schauen wir, was uns noch begegnet. Über die nächste Ebene. Wieder alles voller Satyren. Ein Wunder, dass die uns überhaupt noch auf den Weg kreuzen, wo sie uns echt nicht gefährlich werden. Da fliegt schon der nächste. Also die Physik-Engine hier bei dem Spiel ist wirklich, ja, was soll ich sagen, ein bisschen unrealistisch, wie die Gegner doch durch die Luft fliegen. Wenn man sie mal kurz mit einer Keule geschlagen hat. Nochmal reines Gefieder. Und dann... Und da ist es. Jetzt haben wir gerade bei dem Brunnen wieder einen Haltepunkt. Und da haben wir wieder jemanden in der Aufgabe. Was hat der? Bitte, Reisender, du musst mir helfen. Eine seltsame Krankheit hat viele in der Stadt Tegea befallen und ich wurde geschickt, um Medizin zu besorgen. Ich habe sie in meinem Wagen, aber der Pass da vorne wird von Satyren blockiert. Sie werden von einem besonders starken Exemplar angeführt. Besonders starkes Exemplar, na, das ist doch mal was, wo die anderen noch ein bisschen langweilig sind. Wird da sein. Na. Gehen wir mal ein bisschen von dem Schaman weg. Wieder bezogener Harnisch, also nichts Außergewöhnliches.
Weil ich hier noch jemanden mit Feuerbällen um sich her sich geworfen hat. Naja. Gucken wir mal. Gehen wir noch mal kurz schnell zurück zu demjenigen, der das uns aufgegeben hat. Vielleicht hat er noch was für uns. Ja. Der Weg ist frei? Gut. Nun, ich schätze, ich sollte weiter. Hier, das ist für deine Mühen. Einfache Gesundheitsdrang. Ja, warum nicht? Aber Gesundheit und Energie wurde wiederhergestellt. Wenigstens ein bisschen was. Das ist ein nerviger Schamane. Feuermagier, okay. Mann, und da kommt ein Brunnen nach dem anderen. Ich sehe schon wieder im Norden den nächsten Brunnen. Hier irgendwas Wichtiges? Außer Fall. Nee. Und da drüben ist schon wieder eine Höhle. Mal gucken, wie weit es noch zu dem General ist, zu dem wir müssen, für unsere Hauptaufgabe. Aber als erstes gehe ich mal Richtung Brunnen. Hier sind jetzt doch ein paar mehr Leute, als ich gedacht habe. Klappt so nicht ganz mit dem Vorlocken. Ja, nur noch ein paar Bogenschützen. Und dann gucken wir mal, was haben sie uns denn hinterlassen? Wieder nicht wirklich was Anregendes. Hier wurde noch eine Höhle gezeigt. Aber hier ist auch ein Quest. Ich weiß, dass es hier gefährlich ist, aber ich kann nicht nach Hause gehen. Meine Tochter sollte eigentlich heiraten, doch leider ist ihre Mitgift eine goldene Hals. Ich würde die Bestien ja selbst jagen, aber was könnte ich schon erreichen? Ich bin kein kriegsgeübter Spartaner. Okay, da wurden wir mal kurz unterbrochen. Ich schau mal nach, was es sich handelt. Die verlorene Mitgift. Ein Mann hat die Mitgift für die Hochzeit seiner Tochter verloren, als eine Bestien seinen Wagen zerschlug und mit der Ladung davon lief. Die Monster hatten sich eine Höhle in der Nähe der Straße zurückgezogen. Finden Sie die Mitgift und bringen Sie sie zurück. Na, eine Höhle in der Nähe.